Hier ist wieder die Kuhfamilie aus dem Landkreis Oldenburg. Heute möchten wir euch mal zeigen, was wir an heißen Sommertagen unseren Kühen Gutes tun. In den letzten Tagen war es sehr heiß. Wir hatten Außentemperaturen von 32 Grad. Wir hatten uns 2015 schon zwei Ventilatoren angeschafft und in diesem Frühjahr haben wir uns noch zwei Ventilatoren angeschafft mit Sprühnebeleffekt. Das heißt, da sind feine Düsen vor den Ventilatoren angebracht, die einen Sprühnebeleffekt machen, um die Kühe die Temperatur runterzukühlen. Die Ventilatoren haben fünf verschiedene Stufen. Je heißer das ist, desto höher wird die Stufe eingestellt, um die Zirkulation im Stall so angenehm wie möglich zu machen. Die Kühe müssen die Temperatur auch loswerden. An heißen Sommertagen ist es sehr wichtig, dass die Kühe immer frisches Wasser bekommen. Das heißt, die Tränke werden zweimal am Tag gesäubert und immer geguckt, ob sie genügend Wasser zur Verfügung haben. Und eine Kuh trinkt am Tag 180 bis 220 Liter Wasser.